Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sound Brothers TV. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema, was irgendwie in letzter Zeit immer größer wurde, und zwar das Thema Kurzdistanzprojektoren. Wir haben natürlich mittlerweile sehr große Fernsehgeräte. Wer unsere Shows verfolgt, kann dieses Thema ja immer wieder auch hören. Jetzt fragen sich doch viele, was ist denn, wenn ich noch größer gehen möchte, sprich 100 Zoll, 120 Zoll und so weiter und so fort, mir aber kein Projektor oben an die Decke hängen möchte, kein Kabel legen möchte, dann wird das Thema Kurzdistanz natürlich interessant. Und um das mal zu beleuchten, habe ich natürlich, man kann es sich vorstellen, mal wieder einen Gast eingeladen, und beim Thema Projektoren gibt es natürlich nur den einzig wahren, den unglaublichen. Wir begrüßen, aufgepasst, 00 Beamer, unsere Legende Ecki Schmidt. 00 Beamer. In Projektormission, genau. In Großbildmission. Sehr stark. Sie sehen, ja. Der Mann hat einen Auftrag, und er hat die Lizenz. Zum Beamen. Die Lizenz zum Beamen quasi. Sensationell. Ecki, jetzt kann ich ja wirklich sagen, alter Hase, ne? Du bist ja quasi dauernd da. Ja, ja. Ich könnte langsam Ladenmiete hier von dir verlangen, ne? Wie du den Sitz schon eingesessen hast quasi. Wir haben ein cooles Thema heute, Ecki. Definitiv. Vor allen Dingen ein wachsendes Thema. Interessiert immer mehr Leute. Du hast es ja schon gesagt, es ist eine alternative Fernsehgehen bis zu einer ordentlichen Größe, man sieht das. Das ist schon beeindruckend. Aber darüber hinaus wird es dann mit herkömmlichen Fernsehern doch etwas sehr sperrig. Noch, man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist, aber. Und dann kann man natürlich einen normalen Frontprojektor nehmen. Haben wir ja auch schon. Alles beleuchtet. Aber das ist natürlich dann doch etwas vom Aufwand etwas anderes als ein Fernseher. Diese Kurzdistanzgeräte, die ermöglichen halt, aus kürzester Distanz ein großes Bild zu erzeugen, ohne dass man sie an die Decke hängen muss und so weiter, braucht man eigentlich nur ein Lowboard. Und der entscheidende Vorteil ist halt, dass sie mit einem Spezialscreen dann auch tageslichttauglich werden und dann schon wirklich Richtung Fernsehnutzbarkeit sich bewegen. Du hast ein schönes Thema schon angesprochen, was oft diskutiert wird, und zwar das Thema Leinwand. Ja. Viele sagen, ich schmeiße es auf eine weiße Wand, oder ich habe meine Rollo-Leinwand, meine Motorleinwand. Vielleicht können wir das schon mal vorwegnehmen, dass das nicht so eine gute Idee ist. Warum? Ja. Also man kann jetzt eine weiße Wand nehmen, und wenn der Raum komplett abgedunkelt ist, funktioniert das sogar. Wie bei einem Beamerbild. Nicht perfekt, aber. Ja. Aber sobald auch nur ein Funken Fremdlicht ist, geht der Inbildkontrast kaputt. Und eine elektrische Leinwand, herkömmlich, ist deshalb schwer zu benutzen, weil die meistens nie 100% plan sind. Die sind immer so ganz leicht wellig. Und da diese, es sind ja eigentlich, muss ich korrigieren, es sind ja eigentlich Ultra-Kurzdistanzprojektoren. Ne? Die sind so ultra kurz vom Abstand, die sind ja wirklich nur wenige Zentimeter vor der Wand, und die Winkel sind so extrem schräg, dass schon kleinste Wellen extreme Bildverzerrungen verursachen. Und deshalb muss das schon ein dafür optimierter Screen sein. Gucken wir uns ja gleich auch an. Da gehen wir natürlich auch mal auf den Installationsaufwand, wenn es dann einer ist. Genau. Also gibt es ein paar Sachen zu beachten. Wichtige Information noch ist ja auch diese Tageslichttauglichkeit. Ja. Ne? Also hast du ja schön gesagt, komplett dunkel. Ne? Wie sollen unsere lieben Kunden denn zu Hause Sound Brothers TV auf ihrem Handy oder iPad gucken und gleichzeitig noch einen Film? Geht ja gar nicht. Das heißt, wir brauchen die Leinwand. Ganz dringend. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, Gott, was für ein Übergang, ne? Bitte unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit man uns immer sehen kann. Ecki, wir haben ja eine Premiere, das kann man ja schön sagen. Egal, wie es ausgeht, es ist eine Premiere. Ja. Wir gehören, glaube ich, zu den Ersten, die ihn haben und ihn zeigen können im Kurzdistanz-, Ultra-Kurzdistanz-Bereich. Genau. Und zwar von Samsung. Richtig. Eigentlich untypisch, hätte man jetzt gar nicht so erwartet. Die haben was auf den Markt gebracht, The Premiere. Ja. Und den haben wir schon da. Den werden wir uns also auch gleich anschauen. Für alle, die da lange drauf gewartet haben quasi. Wir können ihn schon zeigen. Haben nochmal ein Gerätchen unten drunter sozusagen gepackt, wo es auch interessant wird. Lasertechnik. Bevor wir zu viel vorweggreifen, Ecki, wir, wie immer, beamen wir uns mit dir in unser Kino herunter. Genau. Gucken uns das Ganze an. Du erklärst uns was Schönes, und ich hoffe, Sie haben ganz viel Freude.
Wir beamen uns. Ecki, wir haben jetzt hier, wir sind selber ein bisschen aufgeregt tatsächlich, denn wir haben hier den Samsung The Premiere. Genau. Erstmal optisch, kann man schon mal sagen, ist auch, ne, für die Ästheten, sieht das Ding schon mal ganz geil aus. Das ist das Topmodell übrigens, der 9er. Hier ist noch der kleine Bruder, der 7er. Blenden wir gleich mal ein. Und ja, das ist sogar für mich ein Highlight, denn das ist tatsächlich der erste RGB-Laser. Projektor, also überhaupt Projektor auf dem deutschen Markt. Der Dove muss halt jetzt wieder sagen, Ecki, genau. Erklärt. RGB, Rot, Grün, Blau. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass man aus Rot, Grün, Blau alle Farben mischen kann. So funktioniert auch jeder Fernseher. Problem bei Laser war immer der grüne Laser, der war extrem teuer. Und deshalb gab es noch keine Rot, Grün, Blau Laserprojektor. Es gab schon Laserprojektoren, aber die haben das grüne Licht anders erzeugt. Können wir über Phosphor, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist wirklich das erste Gerät, der wirklich einen roten, einen grünen und einen blauen Laser verbaut hat und damit alle Farben mischt. Und diese drei Lasertechnologie, die erlaubt einen extrem großen Farbraum, nämlich den, also für die Heimkino-Fachleute, denen wird das jetzt was sagen, den BT2020 Farbraum. Also das ist wirklich ein Farbraum, der alle Farben abdeckt, die das menschliche Auge sehen kann. Also alle Farben, die man echt sehen kann, kann dieses Gerät erzeugen. Das ist wirklich beeindruckend. Also mal eine Ansage. Jetzt das ist mal eine Ansage. Nachteil, es gibt noch gar keine Filme für diesen Farbraum. Das ist sogar im Kino noch nicht der Kommt. Stand. Kommt. Sag genau. Ich mal. Sag es aber erst. Erst in der Zeit voraus. Aber das sind so Pioniergeräte immer. Was gibt es noch zu sagen? Es ist ja schon nicht nur jetzt bildtechnisch. Also ich hoffe, man sieht das ein bisschen, aber YouTube sieht schon geil aus. Ne? Hier sieht man das Prinzip des Ultra-Kurzdistanz-Beamers. Wird auch häufig Laser-TV genannt. So ein Gerät hier verdient auch wirklich den Namen Laser-TV, denn er hat tatsächlich auch einen Tuner drin für Satellit und für DVB-T. Kabeltuner ist bei ihm, glaube ich, nicht dabei. Aber er hat einen Tuner drin. Das heißt, man kann wirklich Fernsehen anschließen. Wie ein Fernseher bedient sich das Gerät komplett. Hat auch hier diese Fernbedienung. Zeigen wir gleich noch. Aber man sieht eben aus dieser total kurzen Entfernung, das sind jetzt bis zur Wand höchstens 50 Zentimeter. Das ist ein ganz normales Lowboard, auf dem wir sitzen. Und er projiziert hier hoch. Man sieht das, wenn ich hier meine Hand hinhalte. Wenn ich sie hier habe, schon nicht mehr im Bild. Das heißt, das ist, ich stelle mich mal davor, kein Schatten. Nicht? Das ist wie bei einem Fernseher. Man muss wirklich hier erst dazwischen kommen. Das ist also auch sehr alltagstauglich. Den kleinen Hasen auch natürlich nochmal. Den kleinen Hasenklassiker. Ich kann nur den Wolf. Oh. Sehr gut sogar. Das heißt, man kann hier sagen, wir haben hier eine sensationelle Verknüpfung von dem, also jeder, der vielleicht schon mal einen Samsung-Fernseher gesehen hat, kennt ja nur die Menüführung und was so ein Fernseher alles kann, gab es beim Beamer bisher ja so nicht. Können wir mal kurz zeigen. Er hat das Samsung-typische Tizen-Betriebssystem drin. Wenn ich hier auf Taste drücke, dann kommen hier unten die ganzen Apps, YouTube, Netflix. Wenn ich hier runter scrolle, dann diese ganze Filmauswahl. Also wie man das alles kennt, ja, HBBTV alles, hier haben wir sogar Apple TV eingebaut. Prime Video. Man kann damit streamen, entweder per WLAN oder per, hier haben wir jetzt Netzwerk per Kabel dran, ist natürlich noch zuverlässiger. The Zone, alles dabei. Das bedient sich einfach wie ein Fernseher und das ist eigentlich auch als Fernsehersatz gedacht. Man braucht dann noch diesen Screen. Dieser Screen hat eine Besonderheit, der besteht so aus Lamellen und der reflektiert nur Licht, das von hier kommt. Also wenn man mit dem Beamer jetzt von oben, dann wird er gar kein Bild sehen, weil das nur dieses Bild von unten macht. Und man sieht hier, wir haben jetzt hier diesen Raum, das ist ein weißer Raum. Sehr hell. Und wir haben hier einen sehr hellen Raum. Das ist beim Film, muss man immer alles hell machen, damit die Kamera überhaupt was sieht. Die ist nämlich... Damit wir auch drin sind. Damit man uns auch sieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Vorteil ist, aber... Die einen sagen so, die anderen so. Genau. Das heißt, wir haben hier wirklich hell und man sieht trotzdem, wie hell das Bild ist. Ne? Ich mache hier nochmal die Menüs weg und... Ich hoffe, das kommt so rüber bei YouTube, aber es ist schon... Echt? Ja. Hammer. Und es ist wirklich vom Blickwinkel. Also das ist von hier, jetzt sieht das genauso gut aus wie von da. Ne? Und es ist ja 4K-Auflösung mit HDR-Unterstützung und allem Pipapo. Laser-Vorteil hatten wir ja schon immer wieder mal in unseren Sendungen beschrieben. Genau, Laser hält wie ein Fernseher. Also das Gerät hält auch wie ein Fernseher. Es bedient sich wie ein Fernseher und hält wie ein Fernseher. Das ist, wir haben hier vorne, für alle, die jetzt natürlich wie immer empfehlen wir eine richtige Anlage. Aber für den, der sagt, es soll ganz simpel sein, ganz schlicht sein, haben wir ja sogar noch eine Art Soundbar hier vorne eingebaut. Genau, richtig. Also ein Fernseher soll ja auch Ton erzeugen und gerade die Flat-TVs wissen wir ja, die sind ja so dünn. Richtig. Und deshalb ist der Ton meistens auch dünn. Vorsichtig formuliert, ja. Hier sind die Geräte etwas im Vorteil, denn die haben tatsächlich wie so eine Soundbar einen richtigen Resonanzraum. Und insofern sind da die ganzen Lautsprecher verbaut und die haben dann auch schon ein gewisses Volumen. Du hast ja schon richtig gesagt, natürlich nicht so gut wie eine
eine Anlage und der High-End-Soundbar klingt auch noch besser. Aber so ein wirklich so ein... Es ist schon verblüffend, das muss man schon sagen. Also für nicht viel ist es relativ viel. Genau, ist schon so Soundbar-Charakter. Vor allen Dingen, haben bei Samsung hier auch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und man kann hier tatsächlich auch diverse Toneinstellungen, es gibt sogar einen Equalizer, da kann man dann die Frequenzen, verschiedene Tonprogramme, also wie man das von einem richtigen High-End-TV auch kennt, haben wir hier auch alle Möglichkeiten. Ne? Ecki, für unsere Lieblingsgattung, die Gamer, Spielgeschwindigkeit hier drauf. Ja, Input-Lag konnte ich noch nicht vermissen. Das ist ja gerade erst ganz Stunden frisch alt. Quasi. Ich habe auch schon wirklich viel gemessen. Ich habe die Helligkeit gemessen, den Farbraum gemessen. Also für alle, die neugierig sind auf die technischen Ergebnisse, erstmal vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Sehr gerne. Ich werde auf Cinefor Home davon also ein Preview mit den ersten Messergebnissen jetzt am Wochenende ausarbeiten. Und da kann man alles nochmal sehen. Also ich kann schon vorwegnehmen, es ist sehr hell. Der Farbraum ist extrem groß. Es ist wirklich ein sehr ausgewogenes Gerät, muss man wirklich sagen. Sollte es als High-End-Beamer aber auch machen. Denke ich auch. Und das Schöne ist natürlich auch hier wieder, aufstellungsunkritisch, wir haben es hier vorne stehen, haben die Verkabelung hier vorne gelöst. Das heißt, es muss nichts nach hinten, ich mache das Ding vorne an. Wir haben den Fernsehersatz. Das muss man sagen, es ist definitiv ein Fernsehersatz. Wir gucken jetzt hier deutlich größer als... Das sind jetzt 100 Zoll, glaube ich. Ja, also 2,54 Meter diagonal. Ja. Also das ist schon ordentlich. Das ist ja genau, also 55 Zoll kennt jeder, das ist nur ein Viertel hiervon. Also. Und wir haben ja sogar noch die Möglichkeit, noch größer zu gehen. Ja, also man kann, gerade bei ihm, weil er sehr wenig Abstand braucht. Ne? Wenn man den jetzt nur ein paar Zentimeter nach vorne zieht, also das ist echt verblüffend, wenn der jetzt hier steht, dann ist das Bild schon fast doppelt so groß. Ja. Also wir können, glaube ich, bis 130 Zoll ist kein Problem. Bis 130 Zoll kann man gehen. Man kann den Fokus dann einstellen über das Menü. Alles. Dazu vielleicht nochmal ein Wort, weil die Einstellerei bei den Kurzdistanzprojektoren nicht immer ganz einfach ist. Das geht hier ja schon relativ simpel. Genau, das kann man jetzt mal zeigen. Der Beamer muss ja immer auf den Screen angepasst werden. Man will ja auch nicht, dass das Bild übersteht und so weiter. Da geht man hier einfach auf, das kann man hier mal gerade zeigen, auf Allgemein, Projektoreinstellungen und dann die Bildschirmanpassung. Und dann kommt automatisch dieses Testbild. Und jetzt kann man, wenn man das Bild zum Beispiel, dass das hier zum Beispiel übersteht, ich mache das mal, dann kann man das Bild praktisch hineinbiegen. Und das ist so intuitiv, das kann jeder, da muss man nicht selbst erklären. Wenn das Bild ein bisschen übersteht, passt man einfach diese Ecken an, das dauert wirklich keine 5 Minuten und dann ist das Bild dauerhaft angepasst. Ja. Und das hat man hier eigentlich auch mit schön gemacht. Hier kann man dann sehen, ob die Bildgeometrie passt. Es ist wirklich alles schön gemacht. Und hier kann man eben die Schärfe einstellen. Auch da wird automatisch ein schönes Testbild eingeblendet. Ist wirklich gut durchdacht. Eine Sache können wir auch kurz sagen, Augenschutzmodus. Das ist vielleicht auch noch, wo man sich gerade so Familienväter Gedanken machen. Zwischen hier und hier ist ziemlich viel Licht. Ein Laserlicht, da denkt man, ist schlecht für die Augen. Das haben wir jetzt deaktiviert. Wenn man es aktiviert, dann erkennt der Projektor automatisch, wenn jemand sich dem Gerät zu sehr nähert, und dann schaltet er automatisch ab. Und damit kann niemand in den Lichtweg gucken. Das heißt, es ist nicht möglich, dass irgendjemand geblendet wird. Das ist auch eine schöne Sache. Haben fast alle diese Geräte. Das ist eine gute Sache. Ja, können das mal aktivieren. Augenschutzmodus. So. Diese Funktion schützt die Augen des Benutzers. So. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Und jetzt sieht man sofort, geht sofort aus. Wenn man jetzt so nah an die Optik kommt. Schon geile Bildqualität, ne? Ja. So, hat was. Das ist jetzt natürlich die Topline, die hat ihren Preis. Im Vergleich zu einem 100-Zoll-Fernseher immer noch ein Schnäppchen, muss man sagen. Den 100-Zoll-Fernseher kostet. So muss man es immer mal vergleichen. Es gibt keinen 100-Zoll-Fernseher. Ja, wenn nur. Es gibt, glaube ich, einen von Sony, der kostet 70.000 oder so. Also dafür haben wir immer noch hier. Genau. Und nochmal, wichtiger Punkt, Ausrufungszeichen, ihr braucht die richtige Leinwand dafür. Ja. Bitte nicht auf eine weiße Wand schmeißen, dann sieht das einfach nicht so aus, wie es sein soll. Genau, es muss dieser Spezialscreen sein. Aber, wir haben hier ja, ich nehme mal auf mich hier, zack. Es gibt ja, also die Thematik wird ja immer mehr. Ne? Ja. Das wächst, das Ganze. Wir haben jetzt hier mal ein auch sehr schönes Gerät der Firma Optomar. Die haben wir im anderen Video ja auch schon behandelt, dass es ein Riesenladen ist. Und auch die haben einen Kurzdistanzprojektor. Genau. Also jetzt haben wir hier natürlich eine Premiere sozusagen, nicht nur namentlich. Aber auch stellvertretend mal dafür gibt es ja auch Geräte anderer Firmen, die auch schon richtig gut sind. Hier mal jetzt mal den UAZ65 UST. Richtig. Das ist auch ein Lasergerät. Ich habe es eben erklärt, der hat jetzt keinen roten, grünen, blauen Laser. Der arbeitet mit blauen Lasern und zum speziellen Phosphor noch dazu. Das heißt, er kann nicht ganz so intensive Farben.
Aber natürlich, also um das mal auf den Punkt zu bringen, für ein normales Fernsehprogramm und selbst für die UHD-Blu-rays reicht das. Er ist einfach seiner Zeit da voraus. Macht er da auch ein buntes Bild, scharfes Bild. Alles mit an Bord. Bei ihm wurde kein Tuner eingebaut. Richtig. Man braucht also entweder noch einen externen Satellitenreceiver oder was man eben hat, oder DVB-T-Empfänger. Und die Smart-Oberfläche ist ein bisschen rudimentärer bei ihm. Also ich würde bei den Geräten... Also hier merkt man, Samsung ist da natürlich schon, das hat auch seinen Preis, ne? Genau. Aber die Menüführung ist sehr gut, aber sehr intuitiv, sehr schnell. Ja, abgesehen davon, von der Bildleistung ist dieses Gerät und von der Tonleistung sehr nah auch an dem Gerät, ne? Und preislich nochmal deutlich günstiger. Und ich weiß gar nicht, da kriegt man eigentlich in der Regel sonst nur ein 65 Zöller für, glaube ich, oder? Ja, das sind 75, aber wir kriegen halt keine 100, 120, genau. Und der macht echt auch ein echt geiles Bild. Auch hier vorne haben wir, ist ja immer der gleiche Aufbau eigentlich, ne? Hier vorne wieder unsere Soundbar, unsere Anschlussmöglichkeiten. Genau. Richtig. Den gibt's in schwarz und weiß. Ganz wichtig. Und auch der macht echt ein richtig geiles Bild. Also preis-leistungsmäßig einer der besten momentan auch, der Optoma. Definitiv. Ein echter Tipp auch. Ecki, wird Zeit für eine kleine, wie immer. Und ein letztes Mal kommt so ein kleines, eine Zusammenfassung von uns beiden, natürlich stärker von dir selbstverständlich. Was können wir dem Kunden, der sagt, was ist denn mit Kurzdistanz, sagen? Was sagen? Hä? Ihr merkt, man muss die Frage auch richtig ausformulieren, ich habe selber gemerkt. Ja. Wer die Thematik angreift und sagt, Mensch, pass mal auf, ich will einfach größer als 85 Zoll gehen, ich will den Beamer nicht hinter mich stellen. Das heißt, wenn, wird nur Kurzdistanz ein Thema. Was können wir dem sagen, wie weit ist der Stand der Technik? Ja, sehr weit. Also der Aufwand ist sehr gering. Man braucht ein Lowboard, da kommt man nicht drum herum. Das sollte so 40, 50 Zentimeter, besser 50 tief sein. Er braucht ein bisschen mehr Abstand zum Beispiel als er. Dann so ein Screen und dann hier zum Soundbrothers gehen, zu den Soundbrüdern gehen und sich diese Geräte angucken und wundern, was da mittlerweile möglich ist. Genau, damit können wir eigentlich schon sagen, also wir haben mittlerweile sogar den Samsung, den Optoma und noch ein paar weitere vorführbereit. Ihr könnt euch das gerne bei uns angucken, das mal erleben, was so möglich ist. Super coole Alternative, muss man ganz klar sagen. Also gerade, wer es anders nicht bauen kann, mega. Sind ordentlich weit. Auch der Samsung verblüfft uns, er ist jetzt da. Man muss sich auch nur mal klar machen, Samsung ist ja einer der führenden TV-Hersteller. Und dass so ein Riese jetzt auch anfängt, diese Laser-TVs zu bauen, das zeigt schon, was das für ein wachsender Markt ist, dass eben auch diese Big Player diese Geräte so ernst nehmen und jetzt da richtig in die Offensive gehen. Ein Wink mit dem Zaunfall, sozusagen. Ein Wink mit dem Zaunfall, genau, richtig. Prima, Ecki. Zu unserem Fazit sind wir gekommen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende unserer Messe tatsächlich mit dir, Ecki. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, aber natürlich auch bei unseren Jungs, die das möglich gemacht haben. Das war ein Pilotprojekt von uns. Weil es nun mal einfach andere Zeiten gerade sind. Und ich möchte ganz speziell Basti Bruns von Pandatainment, der mich auch gerade anzwinkert, danke mal lieber, möchte ich ganz herzlich danken, genauso wie Marco Herbst. Die Jungs machen das Ganze hier möglich, dass wir hier zu euch senden können, machen einen geilen Job. Ecki kann das schön beurteilen. Genau, während wir hier bequem sitzen müssen, die mit den Kameras hin und her fahren. Ist eine Sauarbeit, tatsächlich. Also das ist echt eine Schweinearbeit. Anschließend auch noch alles schneiden und uns irgendwie halbwegs gut aussehen lassen. Das ist schwer genug. Und so weiter. Das ist wirklich viel, viel Arbeit. Jungs, dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr habt das genial gemacht. Ich danke Ihnen als Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie diese neue Möglichkeit wahrgenommen haben. Herzlichen Dank. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, unser Format steht. Es wird immer wieder was kommen. Deshalb bitte bleiben Sie abonniert, sozusagen. Wir gemeinsam wünschen Ihnen... Auch von mir danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und nächstes Jahr hoffentlich wieder auf der live und in Farbe. Persönlich. Wir persönlich treffen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Das ist in 12 Monaten. Wir drücken die Daumen. Wird das schon funktionieren. Wir drücken die Daumen. Meine lieben Damen und Herren, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Wir wünschen Ihnen das Beste. Sie wissen, wir sind für Sie da. Unser Laden ist geöffnet. Nutzen Sie das. Weihnachten steht vor der Tür. Und besuchen Sie uns und nutzen Sie alles, was Sie gesehen haben, hier in der Firma, unsere Vorführungen. Und haben Sie Spaß im Laden der Unvernunft. 00 Beamer und ich gehen jetzt in Feierabend. Wir saufen jetzt mal einen Gin und lasst es gut gehen. Bis dahin, ganz, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Abend wahrscheinlich in diesem Falle. Eure Soundbrothers. Tschüss.